Ich bin der Volker Rümpler und verantwortlich für den Aufbau der Ladeinfrastruktur bei der EnBW. Es ist schon so, dass man, bevor überhaupt etwas gebaut wird, schon frühzeitig in eine Planung einsteigt, um festzustellen, wo sind eigentlich die richtigen Standorte, um solche Ladeparks auch und Standorte aufzubauen. Dafür sind Grundstückssichtungen erforderlich. Wir müssen Gutachten erstellen, bis hin zu Genehmigungen, die erforderlich sind. Und bis dann der erste Spatenstich erfolgt an solch einer Baustelle, ist natürlich schon einiges an Zeit vergangen. Ja, und alles in allem arbeiten wir draußen. Ne? Wir stehen jetzt hier, frieren alle ein bisschen und ja, den Wetterkapriolen sind wir alle ausgesetzt. Das sind so die Umstände. Zu den bereits in Betrieb befindlichen mehr als 650 Standorten bauen wir Ladeparks, die sich dadurch auszeichnen, dass sie zum Beispiel wie hier in Kamen nah an Verkehrsachsen, Autobahnkreuzen, wie hier jetzt der A2 und A1 sind, hochfrequentierte Autobahnen sowie Bundesstraßen. Besonders zu erwähnen ist, dass solche Ladeparks mit mindestens 8 HPC-Ladepunkten ausgestattet sind. Hier in Kamen finden wir 52 auf, insofern dazwischen halten wir uns momentan auf. Des Weiteren bauen wir Standorte bundesweit mit Partnern auf, also Hagebau, Rewe, Helwig. Und die Besonderheit an diesen Standorten ist bundesweit, dass der Kunde bis zu 300 kW Ladeleistung pro Ladepunkt auffindet. Und das ermöglicht je Fahrzeugtyp auch eine Ladeleistung von mehr als 100 Kilometern in 5 Minuten. Und das alles wird dem Kunden zur Verfügung gestellt mit Ökostrom.